Du hast doch irgendwas geplant, Twilly. Nein, ich habe mir nur die Blumen angesehen. Ja, klar. Vielleicht klappt Rarities Plan ja doch. Kältealert! Wir haben ein Problem! Ich weiß, dieser Song ist ein super Hit. Was meint ihr? Einfach nochmal. Und eins und zwei und... Ablenkung bleibt Ablenkung. Wo sind Spike und Fluttershy? Sind sie ins Schloss eingedrungen? Sie sind abgesprungen und dann war der Ballon plötzlich... Aber das konnte ich nicht sehen, ohne im All zu sein. Da bin ich jetzt nicht hingekommen. Lasst uns hoffen, dass Rarity und Rainbow das Schmerglück hatten. Wie bitte? Mittagspause? Um diese Zeit ist der schäbige Saftladen immer geschlossen. Aber wie können wir dann aus den taugenichtsen Informationen rauspressen? Was braucht ihr denn für Informationen? Den genauen Ort, wo sich der Geheimgang zu den Fluren unter dem Schloss befindet. Meint ihr den? Ja, danke. Das hilft uns weiter. Sapphire Breeze! Schätzchen, es geht überhaupt nicht perfekter. Wieso ist das denn perfekt? Er ist doch das nervigste Pony in Equestria. Und er ist voll besessen von mir. Und wir wollten uns doch eine Ablenkung ausdenken. Oh nein. Oh nein, 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 niemals. Rainbow! Ich wusste, dass du kommst, um mich hier als Wache zu sehen. Die Stuten lieben Ponys in Uniform. Habe ich recht? Nicht wirklich. Natürlich. Wieso gehst du nicht darüber ins Licht, damit ich sehen kann, wie ungeheuer hübsch du aussiehst? Und ich so, Sergeant, das Gold weiß ich aber mit meiner Aura. Aber die stehen wohl nicht so auf Feedback. Aber trotzdem finde ich, ich sehe ganz gut aus. Findest du nicht? Yep. Als wärst du zum Wächterdasein geboren. Ich gehöre jetzt zum Schlossteam, also bin ich... da ist aber jemand nervös. Wie schön, dass du endlich zu deinen Gefühlen stehst, Rainbow. Die Wahrheit ist ein großes Geschenk. Ich habe glücklicherweise erkannt, dass eine Wache zu sein meine Berufung ist. Sieh mich doch an. Ich gehe dahin und mache wuh, da drüben und dann wieder ja. Und manchmal stehe ich hier rum und sehe cool aus und gehe den Flur runter oder so. Au, 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 au. Wir müssen uns hineingleiten lassen. Bloß nicht flattern. Schwester! Schon wieder ein Fehlalarm von Shining Armors Wachgänsen. Wir hätten schon was hören müssen. Bestimmt ist was schiefgegangen. Wahrscheinlich ist vieles schiefgegangen. Keine Vorhut, keine Ablenkung und kein Wort von den Ponys im Inneren. Ich glaube, die ganze Mission ist in Wirklichkeit nichts als ein Riesenflop. Oh nein! Herrje, Fluttershy, ich dachte, in engen Räumen zu sein gehöre zu deinem unerwarteten Plan. Ich war mal im Schloss der zwei Schwestern eingesperrt und Angel und ich wurden damals getrennt. Und immer wenn ich jetzt in einem engen Raum bin, muss ich daran denken. Ich hatte solche Angst, dass er sich allein und vergessen fühlt. Ich weiß genau, wie das ist. Was meinst du damit? Ich fand's immer spannend, ein Teil von Twilights und Shining Armors Rivalität zu sein, als wäre ich ihr kleiner Bruder. Aber so haben sie mich leider nie gesehen. Du hast einen ganz besonderen Platz in ihren Herzen, das weißt du doch. Aber Geschwisterbeziehungen sind hart, das kannst du mir glauben. Ja, richtig, Sapphire Breeze. Ich finde, er könnte von dir lernen, wie man sich als kleiner Bruder verhält. Es reicht mir langsam, durch diese schleimigen Flure zu irren. Du musst doch nicht jeden Hebel betätigen, den du siehst. Die Hälfte davon sind Fallen. Und die andere Hälfte könnte einen Geheimgang ins Schloss öffnen. Das ist das Risiko nicht wert. Oh, hallo, Spike. Und selbst wenn wir einen Weg ins Schloss finden, müssten wir immer noch an all den Wachen... Spike? Fluttershy!
Was macht ihr beide denn hier unten? Wir sind hier irgendwie gelandet. Ich glaube, unser Plan hat nicht funktioniert. Vielleicht sollten wir uns dann aus dieser Sackgasse wieder befreien und alles nochmal überdenken.